Frank. Frank sent us. Did you bring a horse for me? Well, looks like we're shy of one horse. You brought too many. Noch mehr Autoencoder. Bisher haben wir nämlich nur Perzeptronen gebaut, MLPs. Natürlich kann man Autoencoder auch mit anderen neuronalen Netzen machen und unsere Mustererkenner, die CNNs mit den Conflayer, die gehen natürlich auch. Nicht ganz so einfach, ein bisschen tricky, aber kommt heute. Wir können jetzt also unseren Autoencoder bauen. Wir können unseren Autoencoder regularisieren, als VAE, perfekt regularisieren. Wir können unseren Autoencoder tief machen, fast so tief wie wir wollen, mit dem Deep Belief Network Trick. Aber es bleiben immer noch MLPs. Und wir haben ja gesehen, dass es schon Probleme gibt, für die eben andere Arten von neuronalen Netzen, zum Beispiel CNNs, besser geeignet sind. Also können wir einen Autoencoder auch mit einem CNN bauen? Klar, geht es. Ja. Dazu müssen wir aber eine Sache noch machen, die ich Ihnen bisher nur angedeutet, aber noch nicht erklärt habe. Nämlich, der Autoencoder besteht ja immer hier aus unserem Encoder, dem Flaschenhals, und dann dem Decoder, der wieder auseinandergeht. Den ersten Teil, den hier, den können Sie sofort machen, per CNN, kein Problem. Das macht unser CNN auch. Ja? Fängt mit einem großen Bild an und kommt mit einem schmalen, was Schmales kommt hinten raus. Jetzt brauchen wir aber einen CNN, das uns die zweite Hälfte auch macht. Also wir müssen quasi die Umkehrung eines CNNs bauen. Wir müssen irgendwie es schaffen, dass quasi unser Informationsfluss in die andere Richtung durch CNN-Layer durchläuft. Nicht von groß nach klein, sondern von klein nach groß. Das geht aber, ist auch gar nicht allzu schwer. Ich erkläre es Ihnen mal an der Tafel. Und ja, genau. Bevor wir uns an die Rückwärts-Convolution machen, werfen wir noch mal einen kurzen Blick auf die normale
Vorwärts-Convolution. Also, ich zeichne mal hierhin ein Input, eine Input-Map. Ja? Ich male nicht alle Pixel ein, nur ein paar davon. So, unsere normale Convolution hat ja jetzt so funktioniert, dass wir zum Beispiel einen 3x3-Filter haben, den wir hier anwenden. Und von diesem 3x3-Filter, ich male ihn mal hier mal noch raus. Da stehen 9 Gewichte drin. Und jetzt wird es 1 zu 1 multipliziert. Pixel auf der Eingabekarte, Pixel von meinem Gewichtstensor, ja, von meinem Filter, und die werden alle zusammengezählt, geben einen Punkt, nämlich ein Pixel auf meiner Feature Map. Ja, so hat das funktioniert. Im zweiten Schritt sind wir dann hergegangen und haben unseren Filter um 1 weiter verschoben. Sorry. Um 1 weiter verschoben. Und das gibt uns dann das nächste Neuron, die Aktivierung vom nächsten Neuron auf unserer Feature Map. Und im nächsten Schritt sind wir hergegangen und haben wieder um 1 weiter verschoben. Und das gibt uns den nächsten Schritt und so weiter und so fort. Ja, immer ein und dieselbe Filtermatrix. Das rote war unsere W-Matrix. Ja, immer ein und dieselbe Filtermatrix, die über unseren gesamten Input drüber geschoben wird, zellenweise, spaltenweise, wie auch immer. Und jedes Mal einen Punkt von unserer Feature Map gibt. Deshalb wurde unsere Feature Map eben auch ein kleines bisschen kleiner als die ursprüngliche Größe, nämlich beim 3x3 fehlt eben ein Pixel ringsrum, weil ich aus diesem Eck da oben eben nicht das neue Eck da oben mache, sondern das in der Mitte mache nur. Ja? Ich fasse das hier zusammen auf die Mitte. So, jetzt versuchen wir das Ganze, Feature Map schreibe ich noch hin. Jetzt versuchen wir das Ganze rückwärts. Wie kann sowas rückwärts gehen? Naja, wir brauchen rückwärts natürlich auch wieder eine Gewichtsmatrix. Ich mache sie auch mal wieder 3x3 groß. Und dann bekommen wir auch wieder eine neue Output-Karte heraus. Ja, ich mache mal auch wieder ein paar Raster hier rein. So. Und jetzt sehen Sie eigentlich schon, was hier gerechnet werden muss. Ja, was müssen wir rechnen? Tja, wir nehmen jetzt einfach unser erstes Pixel aus der Feature Map. Multiplizieren die mit dem ersten Wert von unserem Filter und das gibt den Wert, den wir hier reinschreiben. Dann nehmen wir den gleichen Pixel, multiplizieren den mit dem zweiten Wert von unserem Filter und das gibt den Wert, den wir hier reinschreiben. Dann nehmen wir den dritten vom Filter, das gibt den Wert, den wir hier reinschreiben. Das heißt, wir füllen mit einem Filter dieses 3x3-Feld auf unserem Output. Ausgehend immer noch von dem einen roten Pixel unserer zentralen Feature Map. Ja, Output. Also mit einem Pixel der Feature Map und unserem Filter berechnen wir ein 3x3-Feld.
Jetzt nehmen wir unseren Filter und verschieben ihn, so wie wir es vorher auch gemacht haben, um 1. Farbe, um 1 und füllen dieses 3x3-Feld. Dabei kommt es natürlich vor, dass wir hier zum Beispiel reinschreiben, da steht schon was drin. Ja, da steht ja schon von vorher was drin. Ist aber nicht schlimm, das wird dazu addiert. Ja, wir addieren immer das, was mehrfach beschrieben wird, addieren wir einfach drauf. Ja, hier steht auch was drin schon, addieren wir einfach drauf. Verschieben das Ding noch um einmal auf das Blaue. Und dann verschieben wir einfach noch einmal. Und Sie sehen, wir bekommen wieder einen Output. Und ich glaube, es ist leicht einsehbar, dass wenn unsere beiden Filtermatrizen gleich sind, dass wir dann genau die Rückwärtsoperation machen. Ja, das heißt, wir bauen jetzt genau auf der einen Seite hier eine Verkleinerung und hier die Verbreiterung. Wir bauen genau hier unser Bottleneck und das ist ganz tatsächlich, dieser Teil hier ist die Convolution. Und dieser Teil ist die Deconvolution. Das ist tatsächlich genau die Umkehroperation. Ja. Und die Output Map wird tatsächlich auch wieder größer wie unsere Feature Map, denn wir legen ja quasi diese Gewichtsmatrix wieder in der Mitte an. Ja, das heißt, wir gehen über, was weiß ich, 5 oder 10 Zeilen hier runter, haben aber oben noch eine drüber und haben unten noch eine drunter. Das heißt, die Output Map wird wieder genauso groß wie die Input Map und die Werte, die da drin stehen, sind auch wieder genau die gleichen. Ja, das ist die Umkehroperation und Sie sehen, die funktioniert genauso. Ja, die Umkehroperation kann man tatsächlich ganz genauso rechnen. Was ich dazu mache, ist, ich multipliziere jeden Wert meiner Gewichtsmatrix mit diesem einen roten und addiere das auf die entsprechende Stelle meines Outputs drauf. Dann verschiebe ich um 1, multipliziere jeden Wert meiner Gewichtsmatrix mit dem blauen und addiere das auf die entsprechende Stelle hier drauf und so weiter und so weiter. Also das ist gar nicht schwierig, geht eigentlich ganz intuitiv und mathematisch sogar relativ ähnlich zu rechnen. Ja, ist gar nicht allzu schwierig und unsere GPUs können das auch. Ja, Deconvolution geht ganz genauso einfach. Gibt es auch eine NVIDIA-Funktion dafür, ist sogar dieselbe NVIDIA-Funktion, die Convolution und Deconvolution macht. Die Umkehrung ist nämlich auch wieder eine Veraltung. Okay, das ist der ganze Trick der Deconvolution. Fast. Denn in unserem 10n haben wir ja nicht nur Convolution-Schritte, wir haben in unserem 10n auch Pooling-Schritte drin. Wir machen ein Max-Pooling. Ja, also gleiches Spiel wie gerade. Ich schreibe erstmal hin, wie sieht denn unser Max-Pooling aus? Naja, wir haben ein 4x4-Feld. Und unser Max-Pooling macht uns daraus 1. Ja? Und zwar die stärkste Aktivierung bleibt erhalten. Die kleinen fallen weg, die stärkste bleibt erhalten. Max-Pooling. Sie wissen es noch. Ja? Wie kehren wir das um? Ja, nichts einfacher als das. Wir machen aus dem einen Neuron eben wieder 4. Und wir wissen auch, zumindest in einem ist noch was drinsteht. Ja? Irgendwo steht genau der Wert wieder drin, der da ist. Der darf sich ja nicht ändern. Was in den drei anderen steht, das wissen wir natürlich nicht. Ja? Die müssen wir zwangsläufig leer lassen oder man macht irgendwie einen kleineren Wert rein oder irgendwas. Das wissen wir nicht, weil die Information, die ist natürlich verloren. Ja? Beim Max-Pooling übernehmen wir nur einen Wert und die Information, was in den anderen stand, ist verloren. Das heißt, die haben wir nicht mehr. Die können wir also auch nicht rekonstruieren. Ebenso verloren ist natürlich die Information, wo dieser
maximale Wert wahr. Das heißt, der kann natürlich da sein, der kann da sein, der kann da sein. Also der kann da sein, das wissen wir nicht. Ja? Das müssen wir auswürfeln. Ja? Man kann systematisch machen, systematisch ist immer, ja, dann gibt es irgendwie einen Bias. Eigentlich ist die beste Möglichkeit, das auszuwürfeln. Das heißt, beim Unpooling, dieser zweite Schritt ist Unpooling. Beim Unpooling wählen wir zufällig eines der vier Felder aus, schreiben dort den Wert rein und das ist es. Ja, das gibt so ein bisschen Bias natürlich, aber wie gesagt, wir haben die Information nicht und wenn wir die Information nicht haben, dann haben wir sie halt nun mal nicht und das war's. Tatsächlich wird das aber relativ selten verwendet. Es gibt nämlich auch da wieder einen Trick, wie man dieses etwas komische Unpooling hier umgehen kann. Ich habe das hier Unpooling 2 genannt. Und zwar schmale ich Ihnen nochmal auf unsere Deconvolution. Wiederholung schadet eh nichts. Ja, also Feature Map. An einer Stelle einen Punkt. Deconvolution mit einer 3x3 Gewichtsmatrix liefert uns schlecht. Liefert uns den entsprechenden Bereich auf unserer Output-Matrix. Ja, jedes mit jedem hier, jedes mit jedem aufgeblasen und hier wieder 1 zu 1 durch. Ja. Wert mal Gewicht drauf addiert auf die entsprechende Stelle von unserem Output. Ich mache auch hier mal die fertig. Jetzt hatte ich Ihnen vorher gesagt, okay, zweiter Schritt, Feature Matrix, zweiter Punkt hier, dann brauchen wir eben eine zweite, dann verschieben wir unsere Gewichtsmatrix um 1. Jetzt können wir natürlich hergehen. Und diese Gewichtsmatrix nicht um 1 verschieben, sondern wir verschieben die einfach um 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja, das ist unsere neue Gewichtsmatrix. Die ist um 2 verschoben. Und jetzt füllen wir den Bereich wieder mit Gewicht mal dem hellblauen und addieren das da drauf. Ja, jetzt nehmen wir wieder unseren dritten. Und wir verschieben wieder um 2. Und Sie sehen, was passiert, wenn wir hier mit Stride 2 arbeiten, also die Gewichtsmatrix jedes Mal um 2 weiter verschieben, dann wird unser Output, der wird größer als der Input. Nochmal größer. Er wird eh schon größer, aber er wird jetzt nochmal, nämlich um den Rand, er wird jetzt nochmal größer. Er wird doppelt so groß, weil ich immer um 2 verschiebe. Wenn das Ding dadurch doppelt so groß ist, dann habe ich quasi Dekonv. Welche Farbe habe ich denn hier? Ja, dann habe ich Dekonv. Und Unpooling in einem Schritt erledigt. Ja, ich habe sofort Dekon und Unpooling gleich gemacht. Wunderbar. Ja, und das ist das, was man normalerweise macht, dass man das Unpooling gleich über den Stride, ich schreibe es mal hin, Stride gleich 2, also über den Stride von der Deconvolution mit abdeckt. Leider Gottes ist es
hat es eine Unschönheit, weil dadurch, dass ich ja den ersten noch nicht verschiebe, sondern ich verschiebe erst die zweite Position, ja, den Orangen habe ich nicht verschoben, erst den zweiten habe ich verschoben, ist die Größe hier, die ist leider nicht, wenn ich ursprünglich habe, da vorne habe ich XY als Größe, dann habe ich da hinten leider nicht 2x2y, sondern ich habe 2x minus 1, 2y minus 1. Ja, das ist ein bisschen dumm. Die Größe ist nicht exakt doppelt, weil dadurch, dass ich eben das erste noch nicht verschiebe, fehlt mir der erste Stride sozusagen, der fehlt mir bei der Sache. Da muss man ein bisschen tricksen, muss man sich tatsächlich auch wieder überlegen, wie muss ich auf der einen Seite bei der Convolution meine Schichten kleiner machen mit Stride, mit Padding, und wie muss ich es hier machen mit Stride, mit Padding, damit ich wieder auf eine ordentliche Größe komme. Wir werden es nachher sehen im Beispiel, wie man mit dem Problem umgehen kann. Es ist nicht wirklich schlimm. Man muss es nur im Hinterkopf haben und tatsächlich hinschreiben. Ja, man muss sich an sein neuronales Netz immer hinschreiben, wie groß die Feature Maps sind, die da entstehen, damit man den Überblick hat. Es ist ein bisschen verführerisch in den ganz bequemen Frameworks wie Keras, dass man einfach sagt, add. Und selbst wenn die Dimensionen nicht stimmen und wenn es nicht aufgeht, dann sorgt Keras dafür, dass einem trotzdem das Ding nicht um die Ohren fliegt. Das geht immer. Und man weiß dann gar nicht, was man hat. Aber seien Sie da vorsichtig und konsequent. Schreiben Sie sich immer auf, wie groß Ihre Future Maps an jeder Stelle in der Karte sind, also in dem neuronalen Netz sind, in jedem Layer. Nur dann haben Sie wirklich die Sicherheit, dass es auch wirklich alles so funktioniert, wie Sie wollen. Und dass es aufgeht. Wir werden es gleich sehen am Beispiel. Also gut. Unpooling 2 als Kombination, Deconvolution mit Stride 2. Unpooling 1 ist ganz billig, kann man auch machen. Die normale Deconvolution macht aus unserer Feature Map wieder die Originalkarte und ist tatsächlich die Umkehroperation der normalen Convolution. Dann ist es wohl jetzt Zeit, das Ding zu programmieren. Ja, ich habe hier mein Notebook für den Autoencoder und das nehme ich einfach wieder. Da stehen ein paar Sachen drin, die wir jetzt nicht brauchen, aber ist egal, ich nehme einfach das gleiche Notebook wieder. Habe mein Load Images, das ich auch wieder verwenden kann. Der einzige Unterschied wieder jetzt zum MLP Load Images ist, dass ich die Dimensionsreduktion auf zwei Dimensionen weglassen kann. Ja, ich lade jetzt die Bilder, mache aus den Bildern 3D-Images mit der Helferlein-Funktion Image-to-Array. Dann kommt ein dreidimensionaler Tensor zurück mit den drei Farbebenen. Und daraus baue ich eine Liste und dann fasse ich die Liste zusammen zu einem vierdimensionalen Tensor. Ja, dreidimensionale Bilder und die vierte Dimension sind wieder meine Samples. Auf die Art und Weise lade ich alle Bilder und habe jetzt eben einen vierdimensionalen Tensor für meine Trainingsdaten und keine zweidimensionale Matrix, so wie das bisher der Fall war. Auf dem Server braucht irgendjemand gerade ziemlich viel Rechenzeit, deshalb ist es hier irgendwie ein bisschen langsam, aber ist egal, wir haben ja eh Dinge zu reden. Dann schaue ich mal, wie das Ganze aussieht. Ich mache mir wieder mit meiner KNET-Funktion die Mini-Batches, und zwar Mini-Batch wie für den Autoencoder üblich. X ist eben sind meine Trainingsdaten und Y sind auch wieder meine Trainingsdaten. Ja? Deshalb XX und ich mache wieder Größe 1, weil wir ja wieder immer noch nur 4 haben. Ja? Wir können jetzt mal anschauen, wie unser X tatsächlich aussieht. Unser X ist 64 mal 64 mal 3 RGB mal 4 groß, weil wir 4 Bilder haben. Und hier sehen Sie die ganzen Matrizen. Kein Problem. So sieht es aus, wie es aussehen muss. Dann unsere Mini-Batch.
besteht aus vier Mini-Batches. Die erste Mini-Batch besteht aus zwei Tensoren, die auch vierdimensional sind. Ja? Auch wenn in der Mini-Batch nur ein Bild drin ist, muss es natürlich trotzdem vierdimensional sein. In der vierten Dimension ist eben 1 jetzt. Und ich kann auch mal reinschauen, wie sieht das erste aus. Das erste Element ist eben mein Bild, 64 mal 64 mal 3 und dasselbe Bild auf der anderen Seite als Y. So, jetzt sind wir beim Modell. Ich definiere mir als erstes wieder meine Leakey-Funktion. Jetzt ist das ganze ReLU hier, weil CNNs werden üblicherweise mit ReLU-Aktivierungsfunktion geschrieben. Also nehme ich auch hier die ReLU natürlich, mache die ReLU aber trotzdem leaky. Ja, ich mache sie trotzdem leaky hier, damit das Ganze ein bisschen, damit es nicht auf den Flatspots hängen bleibt. So, mein Encoder und Decoder kann ich jetzt wieder als Chain definieren. Ich mache kein VAE, keinen Variational Autoencoder, sondern einen normalen, und damit kann ich den Encoder einfach von vorne nach hinten durch iterieren, und wenn ich das so mache, kann ich den als normalen Chain natürlich hinschreiben, aber das sind jetzt keine Dense-Schichten, sondern das sind jetzt natürlich Convolutional-Schichten, und ich mache mal ziemlich willkürliche Filter, also 5x5 große Filter, 3 ist die Dimension meines Inputs. Ja, ich habe 3 Ebenen im Input und ich möchte 32 Filter haben. Ich mache einen Padding mit dazu. Ich hatte Ihnen vorher gesagt, man muss hier jetzt ein bisschen aufpassen mit den Dimensionen, die man so kriegt. Deshalb mache ich mal hier einen Padding mit dazu. Dann ist es ein bisschen einfacher. Ja, wenn ich Padding 2 mache, dann weiß ich, die Feature Maps sind genau gleich groß wie meine Originalbilder. Ja, 5x5 Filter, Padding 2, ich habe 64x64, dann sind meine Feature Maps auch exakt 64x64 groß. Und Activation Function ist gleich das, was ich oben definiert habe. Activation Function. Ja, das ist meine Leaky Function, die ich hier haben will. Okay, jetzt kommt die Standardvorgehensweise. Conspool. Conspool. Na, groß würde ich sagen, das C-Conf. Da mache ich wieder 5x5 Filter. Jetzt habe ich die Dimension davor, ist 32. Ja, das sind die 32, die ich hier angelegt habe. Die brauche ich jetzt natürlich hier auch wieder. Mein Filtertensor ist 5x5x32 groß jetzt. Und ich will 16 dann noch machen. Ja, es soll nicht zu dick werden, sonst dauert das Training zu lange. Wieder Padding. Gleich 2 und einfach wieder Activation Function, gleich Activation Function. Und dann natürlich wieder Pooling. Ja, ich könnte auch die Pool-Funktion nehmen, aber ich mache es über den Layer, dann passt zusammen. Okay, das reicht mir jetzt schon mal. Ja? Ne, ich möchte noch ein drittes. Halt, ich habe noch ein drittes hingeschrieben. Also noch eine dritte Konf-Schicht. Convolution, die ist jetzt, da mache ich nochmal 5x5, 5x5, jetzt kommt die 16 von oben und jetzt mache ich noch 8 und wieder Padding gleich 2, Activation Function gleich Activation Function, so. Und wir machen natürlich nochmal einen Pooling. So, jetzt schreiben wir vielleicht mal was dahinter. Nämlich, was basteln wir denn jetzt hier eigentlich? Wir machen 5x5 Filter mit Padding 2. Das heißt, wir bekommen 64x64 raus. Wir machen Pooling. Pooling standardmäßig ist 2x2 Pooling, das heißt, wir bekommen 32x32 raus.
Es ist immer gut zu wissen, wie groß die Dinger sind, die man gerade hat. Ja? Wir machen wieder 5x5 Filter mit Padding 2. Das heißt, wir bekommen 32x32 raus. Ja? Ändert sich nichts. Dann machen wir Pooling. Das heißt, wir bekommen 16x16 große Karten raus. Ja, das, der gesamte Tensor ist jetzt 16x16x16. Ja, wir haben hier 16 Filter. Dann machen wir wieder eine Convolution. Wieso steht da 12? 16x16. Und wieder eine Convolution. Die ändert wieder die Größe nicht, also bleiben wir auf 16x16. Und dann machen wir ein finales Pooling. Und dann sind wir auf 8x8. Okay. Ja, jetzt wissen wir, wie groß unsere Feature Maps sind. Wie gesagt, das ist ganz gut, wenn man das immer weiß. Jetzt kommt unser Decoder. Das heißt, unser Decoder, der fängt an mit diesem 8x8. Und ich mache deconf. Die habe ich ins Helferlein-Paket anlässlich dieses Vorlesungsblocks mit eingebaut. Also den Layer gibt es mittlerweile. Mit den gleichen Attributen, die auch conf uns liefert. Also 5, 5, ich will nur 5 mal 5. Ich habe 8 Schichten. Ja, hier. Also der Tensor insgesamt ist 8 mal 8 mal 8 groß, der hier rauskommt. Das sind meine 8 Layer. Das ist nicht die Größe vom Bild, sondern die Zahl der Layer. Und ich gehe jetzt einfach rückwärts und die zweite Größe war 16. Ja? So, und jetzt mache ich gleich das Unpooling mit. Also ich sage stride gleich 2. Padding sage ich mal 0, sonst wird es zu groß, was da entsteht. Und die Activation Function mache ich wieder die Leaky. So. Stride hatte ich vorher, glaube ich, erklärt. Padding hatte ich vorher nicht erklärt. Wo spielt das Padding hier mit rein? Das können wir vielleicht so noch machen. Padding heißt in dem Fall schlicht und ergreifend, dass wir müssen jetzt immer rückwärts denken, ja, dass bei der Deconvolution, bei der Convolution hieß Padding, wenn ich ohne Padding arbeite, dann setze ich die Ecke, die links obere Ecke meines Filters, genau auf die links obere Ecke meiner Karte. Ja, wenn ich mit Padding arbeite, rutsche ich mit dem Filter über den Rand der Karte raus. Ja? Wenn ich das jetzt rückwärts denke, dann heißt das, dass ich mit dem Filter eine Map produziere mit Padding, die größer ist als die ursprüngliche Map, nämlich genau um den Rand größer. So hatte ich es Ihnen auch gezeigt beim Erklären. Ja, da kommt quasi das mit dran. Das ist dann ohne Padding gemacht, ja, weil die Deconvolution rückwärts gedacht wäre quasi eine Convolution ohne Padding. Wenn ich die Convolution mit Padding rückwärts denke, dann heißt das, dass meine Feature, dass mein Output kleiner wird als die Feature Map, ja, weil dieser Rand eben gerade fehlt. Deshalb mache ich hier mal jetzt Padding 0. Das bedeutet, sonst wird meine Map, die ich hier erzeuge, eben nochmal größer. Mit Padding 0 wird sie nicht nochmal größer. Okay. Pooling kann ich mir sparen. Ich mache einfach nochmal deconf. Und mache die gleichen Filter, die ich oben auch habe. 16. Und da hatte ich 32. Und wir machen wieder stride gleich 2. Padding gleich 0, Akt gleich Akt. So. Und das Ganze mache ich nochmal. Deconf. Wieder 5x5 Filter. Das waren 32. Und ganz außen brauche ich 3 nur. Nein, brauche ich 4,
Doch, brauche ich drei nur noch. Klar, keine 64, sondern drei. Nämlich meine drei Farben, RGB. Und ich mache wieder Stride gleich 3, 2, ups, Padding gleich 0, 8 Function gleich 8 Function. So. Lassen Sie es uns mal ausprobieren. Ja. Bevor wir hier weiter überlegen, nochmal ausprobieren. So, no method matching, chain, conf padding. Klammer falsch. Okay, der Regressor. Jetzt probieren wir das mal aus. Ich ruf mal den Encoder auf mit meinem X und wir schauen, was als Ergebnis rauskommt. 8 mal 8 mal 8 mal 1, ein Tensor. Das sieht gut aus. Ja, wir haben hier schon vorher ausgerechnet, unsere Feature Maps ist 8 mal 8 groß. Wir haben 8 Kanäle hier. Wir haben 8 Gewichtsmatrizen, die wir anwenden, oder Gewichtstensoren, die wir anwenden. Und wir haben eine Mini-Wedge-Größe von 1. Das ist die 1. Okay. Jetzt machen wir das Ganze rückwärts. Decoder C und schauen mal, was der ausspuckt. Das ist 85 mal 85 mal 3 mal 1. Was ist das für eine komische Größe? Die 3 macht Sinn. Ja, das sind die 3, die wir hier hatten. Die 3 ist okay. Das soll nachher RGB wieder ergeben. Aber wo zum Teufel kommen 85 mal 85 her? Wir gehen es mal systematisch wieder an, so wie vorher auch. Also, wir machen eine Deconvolution einer Map, die 8x8 groß war. Ich hatte Ihnen gesagt, die Deconvolution mit Stride 2 verdoppelt die Größe, aber minus 1, weil der erste Stride ja nicht gemacht wird. Das heißt, wir bekommen 2 mal 8 minus 1. Und jetzt haben wir kein Padding. Das heißt, unser 5x5-Filter liegt in der Zielmatrix, im Output, oben am Eck an. Aber die Feature Map, aus der dieser Output gemacht wird, die fängt erst in der Mitte an. Das heißt, wir haben ringsherum den Rand der 5x5, des 5x5-Filters, also ringsherum den Rand von 2. Also wir haben 2 mal 8 minus 1 plus 4 plus 2 plus 2. 2 mal 8 ist 16, minus 1 ist 15, plus 4 ist 19. 19 mal 19 haben wir. Mal gucken, ich weiß jetzt nicht, was rauskommen muss. Ich hoffe bloß, dass es stimmt, was wir so rechnen. Ja? Die gleiche Logik wenden wir jetzt hier an. Wir haben 19 mal 19, also 2 mal 19 ist 38, sind das? Ja, minus 1 ist 37, plus 4 ist 41. Also müssten das 41 mal 41 sein. Jetzt machen wir die dritte, gleiche Logik. 2 mal 41 ist 82, minus 1 ist 81 plus 4 ist 85. 85 mal 85. Ja, Sie sehen, es ist ein bisschen knifflig. Ich gebe es zu, es ist ein kleines bisschen knifflig, das auszutüfteln. Aber es ist richtig, wir bekommen 85 mal 85 raus. Ja, also auch richtig gedacht. Für unseren Autoencoder aber nicht besonders gut, weil wir haben einen Teaching Input, der ist ja wieder eigentliche Input, 64 mal 64. Und jetzt haben wir 85 mal 85 raus. Aber wir wissen, alles was größer ist als 64 mal 64, ist natürlich künstlicher Rand, der durch unser Convolution erzeugt wurde. Ja, unser Filter geht über den Rand raus.
und erzeugt uns außenrum einen Rand, der eigentlich ja, zumindest nicht so echt ist wie das in der Mitte. Das heißt, wir können so ein Problem pauschal, ohne viel nachzudenken, lösen, indem wir einfach ringsherum wegkroppen. Also wir schneiden die 64 mal 64, die wir brauchen, die schneiden wir da einfach aus. Und zwar in der Mitte, ja, sodass ringsherum ein gleich breiter Rand wegfällt. Da man sowas hier relativ häufig braucht, möchte ich das jetzt hier nicht Ihnen vorprogrammieren, aber ich habe eine Funktion ins Helferlein-Paket gepackt. Die heißt Crop Array und jetzt kann ich einfach hier, ich gebe die hier als anonyme Funktion einfach in den Chain mit rein. Also x auf Crop Array ist die Helferlein-Funktion. Der muss ich angeben, das Array, das ich croppen will, und dann einen Tuple mit den Dimensionen, die ich haben will, 64 mal 64. Ich habe insgesamt einen vierdimensionalen Tensor. Ich könnte auch 64, 64, Kolon, Kolon angeben. Aber ich kann es auch weglassen. Die Funktion Crop Array ist so geschrieben, dass sie weitere Dimensionen, die es noch gibt, einfach nicht croppt. Ja, dass die bleiben. Es werden nur die Dimensionen gecroppt, für die Werte angegeben sind. Und die hinteren Kolons, also die hinteren Doppelpunkte, kann ich einfach weglassen. Und wenn ich hier jetzt Crop Array noch hinterher mache, dann schneidet er mir wieder Komma fällt, ja, dann schneidet er mir wieder aus meinem 85 mal 85 mal 3 mal 1 Tensor einen aus, der 64 mal 64 mal 3 mal 1 ist, und zwar in der Mitte, sodass eben der Bereich, der tatsächlich gültig ist, auch noch bleibt. Probieren wir aus. So muss es sein, ja? So muss es sein. Also, jetzt haben wir wieder einen Vektor, der sieht genauso aus wie mein x. Machen wir mal kleiner. Machen wir das x hier unten. Ja? 64 mal 64 mal 3 mal 1 ist das, was wir als Ergebnis bekommen. Unser x, das wir ganz vorne reinstecken, ist auch 64 mal 64 mal 3 mal 1. Das heißt, da können wir jetzt den Rekonstruktionsfehler berechnen, indem wir zwischen immer den zugehörigen Pixeln sozusagen einfach die Differenz berechnen. Beziehungsweise für den Regressor benutze ich entsprechend den quadratischen Fehler. Ja, wir haben unser Modell, wir haben unsere Daten, wir haben die Helferlein. Ich habe eine In-Out-Funktion, die genauso funktioniert. Das ist genau die gleiche Funktion, die wir sonst auch hatten. Und wir können trainieren. Schauen wir mal an. Ich habe hier ein bisschen rumgespielt mit dem Training. Wieder eine Lernraten-Decay. Das habe ich hier sogar ein bisschen größer gemacht. Die Lernrate habe ich insgesamt etwas größer sogar als beim anderen. Ich habe hier für das Helferlein-Paket noch eine andere Accuracy-Function angegeben, weil normal, weil die Accuracy, die normale Accuracy, die einfach schaut, wie viel ist richtig klassifiziert, macht natürlich bei dem Problem hier überhaupt keinen Sinn. Da macht der Accuracy sowieso eigentlich gar keinen Sinn, aber ich kann hier zum Beispiel als Accuracy angeben, einfach den insgesamten absoluten Fehler zwischen allen Pixeln aus Ursprungsbild und rekonstruiertem Bild. Ja, irgendwie sowas. Als Loss bekomme ich den quadratischen Fehler, der sagt mir vielleicht in der Größe nicht wirklich was aus. Hier der absolute Fehler. Aber man könnte es auch weglassen. Ja, das ist nur, dass Sie mal sehen, wie die API hier funktioniert. Ja, jetzt kann ich trainieren. Das Training dauert jetzt sogar ein kleines bisschen länger. Deshalb habe ich Ihnen das schon vorbereitet und zeige Ihnen in der Präsentation jetzt die Ergebnisse für unterschiedliche neuronale Netze. Ja, das sagt hier ja, 35 Minuten, 19 Minuten, wird noch schneller, aber wir sind trotzdem hier auf 5 Minuten oder sowas. Das warten wir jetzt nicht ab, sondern das zeige ich Ihnen in der Präsentation, was dabei rauskommt. Aber Sie sehen, wichtig, wir können den CNN-Autoencoder ganz genau gleich definieren wie den normalen MLP-Autoencoder. Wir ersetzen nur die Dense-Schichten durch Convolution-Schichten,
Convolutional Layer beziehungsweise Deconvolutional Layer. Und wir müssen hier bei diesen Architekturen immer ein bisschen aufpassen, wie groß unsere Matrizen sind. Dadurch, dass alle Leute eigentlich ganz gern diese Deconvolution mit Stride 2 rechnen, statt einen Unpooling, werden die Dimensionen immer krumm. Ja? Dieses minus 1 ist natürlich immer blöd. Das haut uns immer unsere Dimensionen kaputt. Deshalb geht man tendenziell immer ganz gerne her und macht die Dimensionen auf der Output-Seite ein bisschen größer als nötig und croppt die dann weg. Ja, ich könnte die auch jedes Mal wegcroppen, aber das ist egal. Ja, es sind eben ein paar Multiplikationen mehr, aber das ist nicht so dramatisch. Wenn ich die richtige Größe brauche, croppe ich mir das zurecht. Wie gesagt, dazu gibt es im Helferlein-Paket diese Crop-Array-Funktion. Also, Ergebnis angucken. Was ich vorbereitet hatte schon mal, um Ihnen die Ergebnisse zeigen zu können, sind die folgenden Versuche. Ah, habe ich gerade im Tutorial anders gemacht. Sorry. Also mein allererster Versuch war hier noch, Sie sehen es, ohne Leaky, einfach nur eine normale ReLU als Aktivierungsfunktion. Ich habe gerade eben im Tutorial gleich Leaky reingeschrieben. Also wir probieren es zuerst mal ohne Leaky, aber ansonsten ist es genau dasselbe neuronale Netz hier, dasselbe Autoencoder. Was kommt raus? Ja, das ist Tensorboard Output. Es trainiert irgendwas, aber Sie sehen, wir sind hier weit weg von Null. Ja? Also wir sind ganz hoch oben, wir hängen hier auf einem Flatspot fest und da kann man auch lang weiter trainieren. Da wird kaum eine Chance haben, dass er da wieder wegkommt davon, nochmal wegkommt davon. Also wir haben hier einen Flatspot, der ziemlich stabil ist. Was macht man gegen Flatspots? Gegen Flatspots macht man Flatspot Elimination. Ja, Flatspot Elimination ist eben genau unsere Leaky, wichtigste Version der Flatspot Elimination und wichtigster Weg ist unsere Leaky-Aktivierungsfunktion. Jetzt baue ich eben die Leaky ein, alles andere gleich. Und wir sehen, ja, das war die Linie vorher, die graue. Jetzt haben wir die orangefarbene Linie und die geht gleich weiter runter und trainiert sehr schön. Ich trainiere scheinbar ein bisschen zu lang und dann passiert da irgendwas. Oh, weia, was ist da passiert? Mir explodieren die Gradienten. Ja, das ist nicht der Vanishing Gradient. Bei der grauen Linie haben wir vielleicht einen Vanishing Gradient. Jetzt haben wir einen Exploding Gradient. Ja, da passiert irgendwo, explodiert mir der Gradient und dann fliegt mir das ganze neuronale Netz um die Ohren. Alle Gewichte fliegen mir um die Ohren. Und irgendwie kriegt er sich wieder ein. Ja, irgendwann kriegt er sich wieder. Aber was ist das? Das ist schlecht. Ja, das ist ReLU. Ja, ReLU ist eben nicht gedeckelt. ReLU auf der positiven Seite ist einfach die Identität. Das heißt, wenn die Summe, die da berechnet wird, einfach groß wird, dann bleibt die so, dann wird die Aktivierung so groß und dann werden nachher auch die Gradienten so groß. Das ist ReLU. Da passiert sowas. Was machen wir dagegen? Entweder kein ReLU nehmen, aber bei 10 Ents sind ReLU schon das Richtige, sonst wird es sehr langsam und funktioniert vielleicht auch gar nicht mehr so ganz richtig. Dann müssen wir einen anderen Ausweg suchen. Und der zweite Ausweg, nein, bevor wir den zweiten Ausweg angucken, schauen wir uns mal an, was passiert. Ich habe mir hier Early Stopping einen Snapshot genommen von da vorne und mal geschaut, wie dieser Snapshot sich denn benimmt. Und wir sehen tatsächlich, der hat ein bisschen was jetzt schon trainiert hier. Man sieht hier, man erahnt die Queen, das Telefon, das Auto und den Baum. Sie sehen vielleicht was, die Art, es ist noch nicht richtig, aber die Art des Fehlers ist anders als beim MLP. Ja, beim MLP hat es uns irgendwie das Bild verpixelt und dann hat es Mischbilder gegeben und irgendwie so übereinander gelegt. Man hat im Hintergrund das eine gesehen, im Vordergrund das andere Bild. Hier ist es was anders. Man hat ja den Eindruck, also der Klassifizierer hat es sozusagen schon richtig gemacht. Das Ding hat erkannt, das ist ein Telefon und das ist die Queen und das ist ein Baum. Das ist keine Mischung aus Queen und Baum, sondern das ist ein Baum und das ist ein Auto. Aber es ist unscharf. Ja, es ist das 10N, das eben mit diesen kleinen Filtern darüber geht, statt pixelweise sich das Bild anguckt, das schaut eben nach Teilmustern, die es erkennt und macht deshalb eine andere Art von Fehlern, als das MRP einen Fehler macht. Okay, aber jetzt gucken wir uns
den Exploding Gradient an und bauen Batch-Norm ein. Es gibt Leute, die bauen überall Batch-Norm ein. Ja? Die machen in jede 10-Inch-Schicht automatisch auch gleich ein Batch-Norm mit. Ja, Schaden wird es wahrscheinlich nichts. Ja? Nutzen wird es wahrscheinlich auch nichts. Ich bin da meistens ein bisschen sparsamer mit meinen Aktionen und habe mir immer gesagt, ich baue mal den Batch-Norm da ein, wo er wahrscheinlich am stärksten wirkt, nämlich am Bottleneck. Ja. Eine Änderung der Neurone am Bottleneck, die zerfetzt mir mein neuronales Netz. Da hinten, wenn da einzelne Neurone zu groß werden, die merzt es wahrscheinlich wieder aus. Aber hier im Bottleneck ist wahrscheinlich das Schlimmste. Deshalb habe ich gesagt, ich probiere mal einfach nur das Bottleneck zu normieren. Was macht Batchnorm? Nochmal zur Wiederholung. Batchnorm nimmt die Mini-Batch, die steht ja komplett in einem Tensor drin, also ein vierdimensionaler Tensor der Mini-Batch, und jetzt normiert der einfach diesen gesamten Tensor. Also alle Werte, die da drin stehen, werden so verschoben, dass am Ende, nach der Batch-Normalisierung, der Mittelwert über alle Zahlen, die in diesem Tensor drinstehen, 0 ist und die Varianz 1. Ja, ist eine Z-Score-Normalisierung einfach über den ganzen Tensor gerechnet. Das ist ziemlich brutal, verändert natürlich die Daten total, aber es sorgt eben dafür, dass die Werte nicht zu groß werden. Wichtig, ich muss mir natürlich die Momente, mit denen die Normierung stattfindet, die muss ich mir merken. Ja, wenn ich nachher ein neues, ein unbekanntes Muster durch das Netz schiebe, muss ich das mit den gleichen Skalierungsfaktoren bearbeiten. Ja, ich muss die Werte um den gleichen Betrag verschieben und muss um den gleichen Betrag strecken oder fetchen, um meine Varianz zu kriegen. Deshalb funktionieren diese Batch-Norm-Layer, Sie können sich gerne die Implementierung angucken, die funktionieren so, dass die speichern sich diese Momente, nämlich eben die Verschiebung und die Streckung, ab. Und bei jeder Mini-Batch, die normiert wird, wird wieder der Mittelwert gerechnet, sodass wir am Ende quasi eine mittlere Normierungsmomente bekommen über das ganze Training gerechnet. Es wird immer so ein Moving Average gerechnet über alles und immer wieder abgespeichert. Und das geht in unserer Julia-Umgebung geht es ganz einfach wieder über diese Funktion Autograd Recording. Ja, wenn Autograd recordet, dann bin ich im Training. Dann macht er die Batch-Normierung, die Batch-Normalisierung, berechnet den Mittelwert der Momente, speichert die Momente ab. Wenn ich nicht im Training bin, nimmt er die Momente, die abgespeichert sind, und wendet die einfach nur an auf die Daten. Das ist aber nötig. Wenn man das nicht macht, bekommt man ja komplett andere Zahlenwerte an der Stelle. Also wichtig bei Batch-Norm, das ist nicht nur einfach eine Rechnung, eine Veränderung der Daten an dem Rechenschritt, sondern man muss für die Batch-Norm tatsächlich sich die Momente abspeichern, die nachher haben. Aber das macht, deshalb ist es ein Layer und keine Funktion. Ja, weil in dem Layer kann ich das abspeichern. Das ist ja das Schöne, vielleicht muss ich das auch nochmal sagen, was wir hier machen mit diesen Executable Objects, die wir hier haben. Das sind im Prinzip statusbehaftete Funktionen. Es sind Closures. Ja? Das ist eine Art von Closure, die wir hier haben. Das ist eine Funktion. Es ist eine Funktion. Ja? Ich rufe, das sind alles Funktionen. Aber die Funktion, die hat einen Speicher, und dieser Speicher, der bleibt erhalten zwischen verschiedenen Aufrufen der Funktion. Wenn ich die Funktion Batchnorm das nächste Mal aufrufe, dann sind eben die gespeicherten Momente noch da. Wenn ich die Funktion Conf das nächste Mal noch aufrufe, sind natürlich die Gewichte, die Gewichtsmatrizen, die Gewichtssensoren noch da. Also deshalb finde ich das so schön, weil ich eben hier statusbehaftete Funktionen habe, Closures, und in den Funktionen die Werte abspeichern kann, die ich immer wieder brauche. Wenn Sie das nicht so machen, wenn Sie das mit normaler Objektorientierung machen oder mit normalen Funktionen in einer nicht funktionalen Sprache, dann haben Sie halt das Problem, dass Sie diese Werte extern speichern müssen und immer wieder Ihre Funktion übergeben müssen. Ich finde es recht elegant so. Ich weiß, dass den Informatikern und vielen Informatikern dieses Konzept ein bisschen komisch vorkommt. Ja? Weil eben normale Funktionen in C, die kennen sowas nicht. Ja? Der Funktion muss sich alles übergeben, was sie braucht.
Und die liefert mir den Output zurück, aber die speichert sich nichts. Wenn ich die Funktion das nächste Mal aufrufe, ist sie wieder jungfräulich und frisch. Aber das ist eben super praktisch. Und das Konzept ist auch gar nicht neu. Ja? Das Konzept statusbehafteter Funktionen ist sogar älter als das Konzept der Java-artigen Objektorientierung, ist sogar älter als das Konzept der Objektorientierung überhaupt. Ja? Die gab es schon, bevor es Objektorientierung gab. Ja, könnte man sagen, ist ein alter Hut, deswegen gibt es Objektorientierung, dass man das nicht mehr braucht. Aber es hat, also für solche Geschichten finde ich das super praktisch. Und nicht nur ich, sondern viele Leute benutzen Closures heutzutage, weil es eben doch ganz praktisch ist. Okay, so viel nur am Rande, aber es geht hier um die Batch-Norm eigentlich. Jetzt machen wir die Batch-Norm und Sie sehen, jetzt geht es nach unten. Ja, und zwar richtig schön und glatt und wunderbar. Und wir sind fast bei Null. Und wenn wir mal anschauen, wie es aussieht, ja, jetzt erkennen wir auch schon die Queen und das Telefon. Und ja, Sie sehen, sie ist nur unscharf. Ja? Also die Klassifizierung ist schon wichtig, aber es ist alles unscharf. Das ist eben der Unterschied. Jetzt machen wir noch mal einen weiter. Nämlich immer ein Versuch wert. Wir trainieren einfach länger. Ja? Wenn ich länger trainiere, dann habe ich eine andere Chance noch. Ich kann mit einer größeren Lernrate anfangen und dann noch einen Lernraten-Decay mit einführen. Das heißt, ich fange mit einer größeren Lernrate an, Hard Simulated Annealing quasi zu machen, sodass ich am Anfang nicht schon in irgendwelchen falschen lokalen Minima lande und dann vielleicht dort stecken bleibe. Also ich fange eine große Lernrate an und mache dann aber ein vorsichtiges Lernratendecay. Ich gehe langsam immer weiter runter und je länger ich trainiere, je mehr Epochen ich trainiere, desto schöner kann ich das natürlich machen. Also das habe ich hier mal versucht und wir sehen, ja, also sehr viel länger trainiert, sehr viel länger trainiert und da wird es tatsächlich besser. Ja, nur ich bin unscharf, okay, da wird es tatsächlich besser. Nur länger trainiert, das gleiche neuronale Netz. So, der letzte Versuch. Ich habe mal Ultima Ratio geschrieben. Natürlich, warum ist es so schlecht? Ja, warum, ich gehe mal vielleicht hier in die Mitte rein. Warum ist es so schlecht? Warum geht es nicht wirklich gut? Verglichen mit dem MRP, das eigentlich doch viel billiger ist. Das muss doch eigentlich, kann doch nicht sein, dass so ein tolles CNN schlechter ist als so ein billiges MRP. Naja, unser MRP hatte viele, viele, viele Millionen Parameter. Hier haben wir ein paar tausend Parameter. Ja, schauen wir uns nochmal den Code an. Wo ist er? Hier. Ja, wir haben hier 5 mal 5 mal 32. Sind ein paar hundert. Ja, und hier wieder ein paar. Also, es sind wenige tausend Parameter insgesamt, die wir hier überhaupt drin haben. Im MLP hatten wir 20 Millionen Parameter insgesamt in dem Autoencoder drin, also tausendmal mehr. Das kann sich natürlich besser anpassen an das Problem. Deshalb ist es gar keine ganz so dumme Idee zu sagen, naja, dann machen wir das nie eben größer. Wir brauchen hier eben auch mehr Parameter. Und ich bin trotzdem mal noch vorsichtig vorgegangen, ja, und habe die ersten Layer habe ich sogar gelassen und habe nur hier die Zahlen größer gemacht. Und da unten dann entsprechend symmetrisch dazu auch wieder. Und wenn wir uns das Ergebnis anschauen, ja, die graue Linie ist jetzt der neueste Trainingslauf, der geht tatsächlich eine ganze Ecke weiter runter. Ja. Er braucht auch relativ lang, ja, aber er geht eine ganze Ecke weiter runter. Und hier haben wir nochmal die Ergebnisse, genau, mal darüber gucken, auf die Seite. Das ist jetzt quasi das Ende. Und das sieht doch schon ganz gut aus. Ja. Wenn wir es noch schöner haben wollen, wenn Sie es noch schöner, wo bin ich? Ups, da bin ich. Wenn Sie es noch schöner haben wollen, dann müssen Sie Ihr neuronales Netz noch dicker machen. Also Sie brauchen noch mehr Filter schlicht und ergreifend. Vielleicht auch noch mal einen zusätzlichen Conflayer. Und dann wird das auch besser. Interessant wieder, wo sind denn die Fehler? Es ist jetzt eben nicht so, dass die Bilder vermischt werden oder dass Pixel falsch sind, sondern hier sehen Sie, wie das CNN arbeitet. Wir haben hier. Oh, hier zum Beispiel ganze Flecken, die falsch sind. Ja? Oder auch da hinten noch. In der Queen ist irgendwo eine Stelle, da guckt ein Stück Telefon raus. Und so. Das ist die Art, wie eben ein CNN arbeitet. Ein CNN
versucht nicht die Pixel zu rekonstruieren, sondern das CNN erkennt ja Muster. Und es erkennt eben an der einen Stelle von der Queen, erkennt es eben ein Muster, wo es denkt, oh, das ist ein Stück Telefon, und dann wird an die Stelle das Stück Telefon hingeklebt. Ja. Deshalb sieht es so aus. Aber ich glaube, insgesamt ist es doch überzeugend. Was kann man jetzt mit so einem Ding machen? Also Bilder wiederherstellen ist ja ganz nett als Spielerei, aber da kann man sich nicht allzu viele Anwendungen vorstellen. Aber man kann auch interessantere Sachen machen mit den Autoencodern, wenn man die ein bisschen verbiegt. Und zwar zwingt einen ja niemand dazu, tatsächlich genau das Bild, das ich oben reinstopfe, unten auch wieder rauszuziehen aus dem Ding. Ich könnte ja unten ein bisschen ein anderes Bild rausziehen, als das, das ich oben reinstecke. Und ich kann davon ausgehen, der Autoencoder lernt das auch. Ja, ein Beispiel habe ich Ihnen hier dargestellt. Ja, Sie wollen ein System bauen, das am Auto vorne zur Windschutzscheibe rausfilmt und erkennt, wo die Straße ist. Ja, bauen Sie doch einen CNN-Autoencoder. Der bekommt als Input das Kamerabild und als Trainings-Input, als Teaching-Input, geben Sie ihm aber nicht exakt das Kamerabild, sondern Sie annotieren paar tausend Bilder, paar rund 10.000 Bilder vielleicht sogar günstigerweise, auf diese Art und Weise mit einer Maske, sodass immer dass der Hintergrund schwarz ist und überall, wo Straße ist, ist es markiert mit einer 1, ja, da eine 0, da eine 1 zum Beispiel. Dann wird Ihr neuronales Netz lernen, von jedem Bild, das da reinkommt, überall dort, wo Straße ist, das so auszugeben und den Hintergrund in schwarz auszugeben. Ja, das heißt, dann bekommt sie eine Maschine, die ihn erkennt, wo die Straße ist. Clever. Ja, geht. Kann man. Ist gar nicht allzu schwierig, ist relativ einfach, weil das ist, der Unterschied hier ist so brutal, das ist also relativ einfach zu trainieren. Einzige Problem daran ist, Sie brauchen den Datensatz. Ja? Sie müssen einmal muss sich einer hinsetzen und muss tatsächlich von Hand das markieren. Ja. Wobei das kann man eventuell am Film schon machen, sodass man gleich über das Video das erzeugt. Ja? Also, ein Beispiel. Ein zweites Beispiel, im Prinzip das gleiche in Grün. Sie machen alle zurzeit viele Videokonferenzen. Und können hier bei Microsoft Teams oder Skype oder Zoom den Hintergrund austauschen. Wie macht man sowas? Nicht alle, aber viele dieser Plattformen benutzen einen CNN-Autoencoder dafür. Und zwar, sie brauchen wieder einen Trainingsdatensatz. Der sieht so aus, dass sie ein Filmchen haben mit vielen Bildern von Menschen, die mit dem großen Kopf direkt vor der Kamera sitzen. Und dann brauchen sie ihren Teaching-Input, bei dem sie wieder mehr oder weniger von Hand den Kopf ausschneiden oder die Silhouette ausschneiden, die nachher auch ausgeschnitten werden soll. Und dann trainieren Sie Ihren Autoencoder darauf, aus so einem Bild so eins zu machen. Und dann können Sie Ihren Output direkt verwenden als Maske, um Ihr Video zu maskieren. Nachteil eventuell, CNN ist natürlich immer eine relativ langsame Geschichte, aber da das Problem relativ einfach ist. Ja, so eine Maske, die nur aus zwei Werten besteht, ist eben eine sehr einfache Zielfunktion, kann das CNN vermutlich auch relativ einfach sein. Und man kann auch ein bisschen tricksen, das CNN wirklich sehr stark vereinfachen, sodass nachher das Predikten, das Vorhersagen sehr schnell geht und in Echtzeit möglich ist. Außerdem, wenn es in Echtzeit sein muss, ja, das Beispiel vorher muss natürlich auch in Echtzeit sein, aber hier auch, wenn es in Echtzeit sein muss, dann hilft es auch, die Bilder kleiner zu machen. Und gerade bei dieser Maske, da brauchen Sie keine Full-HD-Auflösung, sondern da reicht es, wenn Sie das wahrscheinlich mit 50 mal 50 Pixeln oder so rechnen. Und die Maske ist dann eben relativ grob aufgelöst, aber das reicht, um den Kopf auszuschneiden und den Hintergrund wegzumachen. Ja, also man muss dann im Einzelfall muss man immer weiter tricksen, wenn man mit diesen Dingern arbeitet. Aber prinzipiell ist so ein Problem ganz einfach zu erschlagen. Gut.
Einen haben wir noch. Eine Sache, nee, mehrere, zwei Sachen haben wir noch zu erklären. Das nächste Problemchen, das wir identifizieren, wenn wir unseren Autoencoder etwas genauer angucken, ist natürlich genau wieder das Bottleneck. Denn für den normalen Autoencoder, für den Vanilla Autoencoder, war dieses ganz schmale Bottleneck eine feine Sache, weil da wollten wir ja gerade die Informationen möglichst stark komprimieren, um möglichst quasi viel auch über unsere Daten, über die Struktur unseres Datensatzes zu lernen. Wenn wir jetzt Anwendungen machen, wie die zuletzt gezeigten beim CNN, dann wird es ein bisschen kniffliger, weil da ist das Bottleneck eigentlich nicht mehr so wichtig. Und da stört uns das Bottleneck sogar ein bisschen, weil in dem Bottleneck geht natürlich auch Information verloren. Ja, je schmaler das Bottleneck ist, wenn ich einen engen oder einen super engen Autoencoder baue, dann verliere ich auf dem Weg von oben nach unten Informationen. Und für solche Anwendungen, wie eben zuletzt gezeigt mit dem 10N, dass ich Bilder umbaue, aus einem Bild ein anderes Bild machen will, dann ist es schlecht, wenn mir Information fehlt. Ja, dann möchte ich eigentlich möglichst viel Information ja auch für die Rekonstruktion wieder benutzen können. Und die ist weg. Ja, was ich zusammengefasst habe und gemittelt habe, die Information, die ist nicht mehr da, die kann ich auch nicht mehr erzeugen. Deshalb gibt es Ansätze, wie man den Informationsverlust im Bottleneck umgehen kann. Und ein sehr schöner Ansatz und sehr einfacher Ansatz, der auch super gut funktioniert, der ist das UNET. Das UNET ist auch wieder nicht vor allzu langer Zeit, da steht gar kein Jahrestag, 2015, wenn ich es richtig im Kopf habe, publiziert. Und Sie sehen, das UNET ist ein Autoencoder, sieht man auf den ersten Blick. Es ist ein CNN-Autoencoder, sieht man auch auf den ersten Blick. Ja? Und wir haben hier die Convolution Layer. Wir haben Pooling, wir haben Convolution Layer, wir haben Pooling. Also immer die roten Pfeile, die nach unten gehen, sind Pooling. Und das Horizontale ist Convolution. Sie sehen dargestellt immer oben, wie viele Ebenen wir haben, ja, also wie viele Feature Maps in unserem entsprechenden Layer sind. Und Sie sehen da unten, wie groß die sind. Ja. Da unten steht immer dran, wie groß die Feature Maps sind. Der Grunddesign-Gedanke von dem Ding ist, wir wollen möglichst wenig Informationen verlieren. Und damit man keine Informationen verliert, im 10N, das ja von Haus aus auch, ups, was ist jetzt passiert? Das ja von Haus, damit man keine Informationen verliert im 10N, das ja von Haus aus auch von groß nach klein geht, ist die Designidee hier zu sagen, okay, wir machen zwar unsere Feature Maps in der Dimension immer kleiner, dafür machen wir aber immer mehr Ebenen davon, ja, sodass wir am Schluss nicht so viel Information verlieren. Ja, wenn wir immer nur drei Ebenen für ein Farbbild haben und das lassen, die Feature Maps kleiner machen, dann verlieren wir zwangsläufig jedes Mal Information. Wenn wir im gleichen Maße, wie wir die Feature Maps kleiner machen, die Tiefe unserer Ebenen größer machen, dann haben wir immer ungefähr gleich viel Parameter und dann kann das neuronale Netz auch die Information natürlich behalten, um die hier weiterzugeben. Ja, die Seite hatte ich Ihnen erklärt. Sie sehen außerdem hier eine Struktur, die ist ein bisschen abgeguckt vom VGG. Ja, das sind 3x3 Convolutions, die hier sind, so wie im VGG. Und es ist nicht nach jeder Convolution auch ein Pooling mit drin, sondern ja, das Designkonzept kennen Sie, haben Sie auch schon selber nachgebaut. 3x3 Convolutions, einmal Pooling. 3x3 Convolutions, einmal Pooling. Und Sie sehen, die Dimension wird immer kleiner. Hier bleibt sie fast gleich. Die machen das ohne Padding. Ja, sie wollen einfach schöne Zahlen haben. Und Sie sehen auch, das Netz ist wirklich durchdesignt. Also die haben nicht nur einfach irgendwas hintereinander gestöpselt, sondern die haben sich wirklich überlegt, wie groß die Dimensionen hier sind. Ja, also dreimal Convolution, einmal Pooling, dreimal Convolution, einmal Pooling, dreimal Convolution, einmal Pooling.
Durch das Pooling werden die Maps immer halbiert in der Größe. Gleichzeitig werden es aber immer mehr Layer. Ja, das ist hier in der Breite dargestellt. Das ist ganz schön gemacht. Hier haben wir schon 256. Ja, hier ist die vier, also das Pooling halbiert die Größe der Map. Dafür wird die Zahl der Layer verdoppelt. Das gleicht nicht ganz aus, weil die Halbierung der Größe führt natürlich zu einem Viertel. Da das quadratisch ist, zu einem Viertel ein Parameter, ein Neuron. Aber es gleicht zumindest so ein bisschen aus. Ja? Also halbiert und wieder die Tiefe verdoppelt. Halbiert, 512, wieder die Tiefe verdoppelt. Auf 32 halbiert, 1024, wieder die Tiefe verdoppelt. Dann kommt auf der anderen Seite Deconvolution. Wir machen hier eine Deconvolution mit der gleichzeitigen Verdoppelung der Größe. Deconvolution, Stride 2. Dann kommen wieder zwei normale Convolutions. Dann kommt wieder eine Deconvolution, Stride 2. Dann wieder normale Convolutions. Dann wieder Deconvolution. Dann wieder normale Convolution. Jetzt fragt man sich, wozu braucht man die normalen Convolutions? Ganz einfach. Sie sehen hier diese Pfeile. Mit denen hat es auch was auf sich, nämlich die Idee ist, wir sorgen nicht nur dafür, dass hier unten rum möglichst wenig Information verloren geht, sondern wir versuchen auch Information direkt vom Anfang auf das Ende zu übertragen. Und das geht relativ einfach, weil man kann ja einfach hergehen und sagen, ich nehme einfach die Feature Maps, die da sind, und klebe die da mit drauf. Das ist ja auch so dargestellt als weißer Kasten. Ja? Also die Feature Map, die dritte Feature Map hier, bevor das Pooling stattfindet, die nehmen Sie und kleben die da mit dahinter, ketten die einfach dahinter. Das heißt, es werden dann nicht mehr 64 Feature Maps, sondern es sind dann 128 Feature Maps. Ja? Die 64, die von da unten kommen, und die 64, die von da kommen. Was Sie auch sehen ist, jetzt kommt wieder das Problem mit den Dimensionen bei der Deconvolution. Die stimmen nicht exakt überein. Es ist bei so einer Architektur tatsächlich nicht mehr ohne weiteres möglich, die so zu bauen, dass die Feature Maps auf diesem Arm die genau die gleiche Größe haben wie die Feature Maps auf diesem Arm. Ja. Dann dürfte man nicht mit Stride 2 arbeiten, sondern müsste normales Deconvolution machen mit Stride 1 und dann ein Unpooling. Das ist aber nicht so schön, weil dann bekommt man diese Nullen mit rein und so weiter. Also ist schon richtig, das so zu machen, aber das Problem ist, die Größen passen nicht so ganz. Deshalb haben die über Padding und Nicht-Padding das so gelöst, dass die alle Maps auf diesem Zweig ein bisschen kleiner sind als die Maps auf diesem Zweig. Also bei uns war es so, dass die Maps ein bisschen größer geworden sind und dann habe ich die weggekroppt, damit es zusammenpasst. Hier ist es andersrum gelöst, die Maps auf der Seite, sie sind ein bisschen kleiner als die Original-Maps. Und deshalb werden die Maps von dem Encoder-Zweig, die werden gekroppt, da wird außen so viel weggeschnitten, dass die hier dazu passen. Also da muss man auch diese Korrektur anwenden, damit das hier genau dazu passt. Also das wird so zugeschnitten, dass es genau auf die Feature Map passt, die hier ist. Das wird so zugeschnitten, dass es auf die Feature Map passt. Das wird so zugeschnitten hier und da aus. Also viermal werden tatsächlich die letzten Feature Maps hier nochmal mit dran gehängt. Und die Convolutions, die hier kommen, die sorgen jetzt dafür, dass die Information, die von da hinten kommt, ja, dass die wieder reinfließt in die Auswertung hier und in die Rekonstruktion. Kann man sagen, ja, es kann ja auch stören. Ja? Könnte ja sein, dass die Information völlig falsch ist und eher die Rekonstruktion stört. Kann sein, ist aber nicht schlimm. Weil wenn die Information aus diesen Feature Maps, die von da kommen, also hier der weiße Teil hier, wenn die Information die Rekonstruktion stört, dann wird natürlich über unser Training, werden die entsprechenden Gewichts Tensoren, die werden dann null sein, die werden dafür sorgen, dass diese störende Information eliminiert wird, logischerweise, weil
Gradient geht natürlich dann in die Richtung, dass je weniger von dem drin ist, desto besser. Also werden die entsprechenden Gewichte gegen Null gehen. Und wenn das stört, dann wird es eliminiert. Aber wenn es ab und zu mal den Fall gibt, an dem es hilft, dann wird es verstärkt, dann werden die Gewichte entsprechend größer und dann wird es verwendet. Also das ist wieder so eine schöne Sache an den neuronalen Netzen. Was neuronale Netze wirklich gut können, ist selbst entscheiden, was für eine Aufgabe wichtig ist und was nicht. Deshalb kann man neuronalen Netzen tendenziell mehr zu fressen geben, also mehr Daten geben, mehr Informationen geben, als unbedingt nötig. Man muss nicht so viel Data Engineering betreiben und genau auswählen, welche Informationen kann stören, was macht was falsch, was ist gut, was ist redundant. Welche Dinge korrelieren vielleicht und stören. Deshalb muss man sich bei neuronalen Netzen eben genau nicht so arg drum kümmern, weil etwas ausblenden, was stört, ist das Einfachste, was es gibt. Die Gewichte werden durch den Gradienten automatisch gegen Null gehen und dann ist die Information wird eliminiert. Ja, deshalb kann man das tatsächlich machen. Und diese UNET-Architekturen, die sind ziemlich clever. Durch diesen Shortcut wird so viel Information in die Rekonstruktion gesteckt, dass sich diese Dinger tatsächlich teilweise mit auch verblüffend wenig Trainingsdaten wieder rekonstruieren lassen. In der Originalpublikation haben sie, glaube ich, zwischen 30 und 40 Bilder gehabt, die von Hand annotiert wurden. Und das hat genügt, um dieses Ding tatsächlich zu trainieren. Genau. Da zeige ich Ihnen jetzt ein kurzes Filmchen, das direkt von den UNET-Entwicklern kommt, dass Sie mal sehen, wie in Echtzeit das tatsächlich funktioniert, wie gut dieses UNET verwendet werden kann, um Bilder zu klassifizieren. Das kommt ursprünglich aus dem medizinischen Bereich. Das heißt, die Frage ist, kann man Zellen segmentieren? Kann ich feststellen, wo ist der Zellkern der Zelle, wo ist der Rand der Zelle oder wo schwimmen irgendwelche Zellen in der Flüssigkeit rum, die vom Hintergrund zu unterscheiden? Und da ist es tatsächlich so, dass man mit relativ wenig Trainingsdaten sowas hinbekommen kann und es auch sehr, sehr schnell geht. We trained the UNET for the segmentation of neuronal structures in electron microscopy. The challenges in this data set are structures with very low contrast, fuzzy membranes, and other cell compartments. We achieved a new best score in terms of the warping error, which was much better than from a sliding window convolutional neural network. Furthermore, our network is very fast. The training time was only 10 hours and the application is about 1 second per image. We also participated at the SB Cell Tracking Challenge 2015. One of the datasets contains cells in phase contrast microscopy. They show strong shape variations, weak outer borders and strong irrelevant inner borders, and the cytoplasm has the same structure like the background. The output of the UNET is shown in cyan here and the ground truth in yellow. We won on this dataset with an intersection of a union of 92%, while the second best method only reached 83%. Another dataset was even more challenging. It contains touching and overlapping cells, partially invisible borders, and the cells leave the focal plane. Here we won with an even larger margin. More details and the implementation are available on our homepage. Thank you for your attention. Anwendungen, die Sie sich noch angucken können und bei denen Sie sich inspirieren lassen können, wozu man UNETs sonst noch verwenden könnte, gibt es zum Beispiel bei Kaggle. Ich habe Ihnen hier welche rausgeschaut. Das ist der Butterfly Dataset. Ja, das ist ein Datensatz mit Fotos von Schmetterlingen, und da hat eben auch einer von Hand Masken gebaut. Die dritte Spalte hier, die hier, das sind die von Hand generierten Masken, die jeweils den Schmetterling vom Hintergrund ausschneiden.
Ja, und damit ein UNet trainiert, dass es Masken vorhersagt. Und Sie sehen, das geht wunderbar. Also selbst in schwierigen Fällen, das unterste ist, das sieht ja schon relativ knifflig aus, kann das UNet diese Masken sehr schnell erstellen, auch mit relativ wenig Trainingsdaten. Ein anderes Beispiel, das es bei Kaggle gibt, was Sie vielleicht schon gesehen haben oder gehört haben, ist Ultra High Resolution oder Super Resolution neuronale Netze. Sie nehmen ein unscharfes Bild, die ganz linke Spalte hier, das sind die unscharfen Bilder. Ja. Sie nehmen ein scharfes Bild, die rechte Seite ist die Fotografie in scharf. So einen Trainingsdatensatz ist relativ einfach zu machen. Ja. Sie müssen nur normale, scharfe Fotografien nehmen, die unscharf machen und dann haben Sie die unscharfen und die scharfen. Und damit trainieren Sie jetzt einen UNet, einen CNN-Autoencoder, und zwar, dass er als Input das unscharfe Bild kriegt und als Output trainiert wird, als Output das scharfe Bild zu projizieren. Und dann bekommen Sie ein neuronales Netz, das in der Lage ist, Bilder zu schärfen. Ja. Die mittlere Spalte ist das, was das neuronale Netz hier ausspuckt. Ja, ein geschärftes Bild, das sogar schärfer ist als das Original. Ja. Kann ich darüber schreiben, ob das gut ist oder schlecht ist. Das hängt jetzt wieder davon ab, wie man trainiert, wie groß das Netz ist und so weiter. Ja, also das können Sie ja, haben Sie ja in der Hand, wie stark der Effekt ist. Ja, das ist so ein Netz, wie es zum Beispiel wahrscheinlich die Leute bei Hawaii 5.0 haben. Ja, wenn Sie vom Satelliten eine Straße fotografieren und da ist ein Auto, das ein Pixel groß ist und dann werfen Sie ihre Super Resolution Maschine an und können aus diesem einen Pixel Auto nachher das Nummernschild lesen oder sowas. Ja, geht nur im Film, aber im Prinzip sowas, wenn Sie was in der Art brauchen, dann ist das die Technologie, um das zu machen. Und das ist tatsächlich gar nicht schwer. Ja? Also, wenn Sie nach vorne schauen, wie unser Autoencoder hingeschrieben ist, ja, das ist doch. Das UNet ist ein bisschen komplizierter. Wo ist er? Ja, das sind mehr Layer, aber Sie schreiben einfach die Layer untereinander fertig. Ja, Sie müssen nur ein paar Zeilen mehr untereinander schreiben. Hier die Feature Maps abspeichern, kroppen und wieder dazu nehmen. Das ist in 5 Minuten hingeschrieben. Ist überhaupt kein Thema. Und dann können Sie solche tollen Sachen damit machen. Super Resolution. Oder, das ist eine schöne Anwendung hier, Learning to See in the Dark. Die sind hergegangen und haben Fotos genommen, die extrem unterbelichtet sind. Ja, also mit ISO 8000, ohne Blitz und ohne Licht in den dunklen Raum reingeknipst, ist einfach ein schwarzes Bild. Dann das gleiche Foto nochmal gemacht mit extrem hoher Empfindlichkeit, also ganz hoher Empfindlichkeit in den dunklen Raum reingeknipst und mit ein paar hundert von diesen Bildern ein UNet trainiert, dass es eben aus dem schwarzen Bild, das nur ganz leichte Helligkeitsunterschiede hat, so ein Bild macht. Und das dann angewendet, sieht so aus. Ja. Das ist reconstructed mit dem UNet aus dem oberen schwarzen Bild, das hier gemacht. Also da kann man faszinierende Sachen machen. Ich habe eine Anwendung gelesen, die haben versucht, mit astronomischen Bildern sowas zu machen. Ja, da wird irgendwie ein Stern fotografiert oder irgendein milchiger Fleck fotografiert, der keinerlei Struktur zeigt, nicht aufgelöst ist und mit einem neuronalen Netz, das eben gelernt hat, aus unscharfen Galaxien zum Beispiel wieder die Galaxie, das Bild der Galaxie zu rekonstruieren. Und das geht natürlich auch, dem kann ich irgendeinen Fleck reinstecken und der gibt mir ein Bild von einer schönen Galaxie zurück. In dem Fall war ich ein bisschen skeptisch, ob das Ganze noch Sinn macht, denn das neuronale Netz kann natürlich nicht Informationen erfinden. Also Informationen, die im Originalbild nicht drin ist, die kann das Netz auch nicht liefern. Es liefert vermutlich immer irgendein Bild, weil es irgendwas ausspuckt, nur ob das dann eben was ist, was aus den Trainingsdaten zusammengesetzt ist, oder ob das wirklich
das ist, was in dem Originalbild drinsteckt, das muss man natürlich dann wiederum genau überlegen. Also bei diesem Astronomiebeispiel bin ich mir ein bisschen skeptisch, bin ich ein bisschen skeptisch, ob die wirklich, ja, wenn da so ein milchiger Fleck fotografiert wird, ob in diesem milchigen Fleck wirklich eine Information drinsteckt, wie die Galaxie aussieht, die da dahinter steckt. Wenn die Information da drinsteckt, dann kann das neuronale Netz die auch rausholen. Wenn die aber nicht drinsteckt, dann malt das neuronale Netz eben auch irgendwas, aber das hat dann deshalb keinen Sinn. Also da muss man ein bisschen aufpassen in der Anwendung. Man darf das nicht übertreiben. Aber also es gibt schon Beispiele, die grenzen an Magie. Ja, kann man nicht anders sagen. Grenzen an Magie. Gut. UNET, CNN, Autoencoder sind eine tolle Sache mit tollen Anwendungen. Einfach zu machen, wie gesagt, ein paar Zeilen mit dem Helferlein runterschreiben. Sie können es auch in Python, in PyTorch oder TensorFlow hinschreiben, ist auch nicht viel schwieriger. Ich glaube, es ist meiner Meinung nach ist ein bisschen aufwendiger, aber nicht viel aufwendiger. Sie können es gerne auch damit machen. Okidoki.